Ja, Leute, willkommen zurück zu Let's Play WarioWare. Es kann sein, dass ich heute etwas weniger rede und auch etwas leiser, denn ich wurde am Dienstag mit den Zähnen operiert und habe immer noch ein bisschen Schmerzen, aber ich wollte euch nicht im Stich lassen und den WarioWare-Part doch noch bringen, und wir machen heute das erste Hotel, und zwar das Leicht-Hotel. Schau nur, wie viele Punkte? 15. Okay, im Leicht-Hotel muss man natürlich nur die leichte Stufe eines Spiels schaffen. Also tun wir das doch. Es gibt, glaube ich, 4 Hotels und sie haben alle auch wirklich in sich, außer das hier jetzt, aber ja, das ist so der Vorgeschmack, was noch kommt, denn hier kommt aber auch jedes Spiel drin vor. So, Tennis hier haben wir geschafft, wunderbar. Naja, ich merke, es ist noch nicht so einfach zu reden. Aber gut. Wenigstens kann ich Parts produzieren. Das war nämlich meine größte Sorge. Dass wieder einige Tage ausfallen, weil die Folgen nicht dort sind. So, wir machen den normalen Gameboy. So, hier das Fleisch durchschneiden. Ei, was würde ich jetzt tun für dieses Fleisch? Ich esse zurzeit nur Suppe. Obwohl ich zwar sagen muss, ich bin ja... gegen Juni? Anfang Juni operiert worden mit den Zähnen. Dann war es die linke Seite der Weisheitszähne. Und damals war es schwieriger. Also, da lag ich noch freitags im Bett und... Es ging einfach nicht, ich konnte nicht mal sprechen. Ja, weder kauen noch was anderes, nicht mal trinken. Das einzige, was ich aß, war Suppe, und ja, die sättigt überhaupt nicht. Und diesmal bin ich schon am Tag nach der OP, abends gegen 10 Uhr noch schnell in Buffalo Grill gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Kette kennt. Eine amerikanische Barbecue-Kette. Und ja, ich konnte ohne Probleme kauen. Und es hat geschmeckt. Es war wirklich sehr, sehr gut. Und ich sehe, wir haben bereits die Mission geschafft des Hotels. Machen wir einfach weiter, bis das nicht mehr geht. Aber das wird hier auch nicht schneller, ne? 15 Punkte sind dann aber ein bisschen geschenkt bei dieser Aufgabe. Sind erst 3 Minuten im Gange. Und ich spüre die Schmerzen. Ja doch, also die Parts für nächste Woche werde ich übers Wochenende erst produzieren. Das ist einfach nur, ja, damit ihr nicht zu viel von meiner Abwesenheit mitbekommt. Ja, doch, das ist ziemlich einfach. Gibt's nicht mal ein Ende. Das bleibt jetzt immer so langsam. Das wusste ich gar nicht mehr. Es gibt nämlich noch jemand mit einem Leben und... ganz schnell. Und ganz schnell ist ziemlich hart. Ja, ich weiß nicht, wann ich stoppen werde. Wenn wir die 6. Minute erreichen, vielleicht. Aber gut, das passt ziemlich gut für das, was ich hier jetzt besprechen wollte. Übrigens, Livestream findet statt. Also keine Panik, am Sonntag werde ich wieder fit sein, und wenn nicht, dann wird der Kommentierstil halt so wie heute sein. Allerdings weiß ich noch nicht, was ich als Livestream streamen werde. Vermutlich
Ja, es sieht ganz nach Mario Kart aus. Mit Splatoon müsste ich jetzt etwas wieder zurücktreten. Mario Kart ist ja eigentlich das Hauptprojekt des Kanals. Aber gut, ja, Splatoon war einfach, es ist ein ziemlich cooles Spiel und spielt es auch ziemlich gern. Es macht mir zurzeit am meisten Spaß aufzunehmen. Aber gut, ja. Vielleicht kommt auch etwas ganz anderes, ich weiß es noch nicht. Schau mal in meinen Regalen nach. Wie gesagt, ich werde auch noch ein Infovideo raushauen, in dem Leute einen Vorschlag geben könnten, weil, ja, es nützt ja auch nicht, wenn ich jetzt spiele und das niemand interessiert. Ich mache es ja für euch, ich mache es ja, damit Leute die Videos schauen und Spaß daran haben und sich dafür interessieren. Ja gut, die Projekte kommen mehr so nach Lust und Laune, aber es sind ja immer Leute dabei, die ein bisschen Interesse zeigen. Und ja. Ah, ich hasse dieses Spiel, das ist so schwer. Das kam aber nicht in der regulären Story vor. Wir haben noch genug, das müssen wir abzielen, ne? Wir haben noch genug Spiele, die nicht freigeschaltet wurden. Aber ja, wenn jetzt die Spiele sich schon wiederholen, so langsam bringe ich mich dann aber um. Wir sind schon bei 50. Ja, komm, ich bringe mich jetzt um. Ah, Mist, jetzt habe ich das Spiel doch noch gepackt. Oh, Mann. Also, es tut schon... Ah, ich wollte die Münzen eigentlich einsammeln, aber es ist nicht gegangen. Ja, ich merke zwar, dass das Reden noch ziemlich schwierig ist. Aber gut. So, wir haben das gelbe Schwein freigeschaltet. Das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Slate. So. Was ist das denn? Das ist der Nervenkitzel. Oh, ohne Pause. Fünf sind Punkte. Und was ist mit dem Boss-Mode? Den müssen wir überhaupt nicht schaffen. Den schauen wir uns nämlich im nächsten Part an. Das ist dann das Schwein, das jede Bosse bringt. Und jetzt würde ich mal ins Netz gehen. Mal schauen, was wir hier so noch nicht haben. Seht ihr? Da sind noch einige Spiele. Ich werde allerdings nicht mehr alles 100% durchspielen. Das wird mir dann ein bisschen zu viel. Und das langweilt dann auch ein bisschen. Es gibt ja keine Preise dafür. Normalerweise nicht. Also es geht dann darum, dass man halt diese Rose bekommt. Wie wir hier seht. Aber sonst dient das nicht mehr viel. Gut, wir sehen jetzt nicht alle Spiele. Das ist auch ein bisschen schade. Aber es gibt auch Spiele, die sind so selten. Also die sind richtig schwierig freizuschalten. Das kommt erst, ich glaube, nach dem dritten Boss findet man das Spiel erst. Ja. An sich war das alles für heute. Wir haben nichts mehr freigeschaltet. Uns fehlen noch wie viele Dateien? 4 Stück. Ups, jetzt habe ich mich verdrückt. Ich Idiot. Ja gut, Freunde, dann verabschiede ich mich schon wieder. Auch wenn der Part etwas, etwas ungesunder rüberkam. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und einen Daumen hoch wäre natürlich nett. Und dann hofft, dass ich wieder am Samstag top fit bin. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play WarioWare INC.